In diesem Video zeige ich Ihnen eine Variante einer Heilrhythmieübung aus unserer Reihe gegen die verschiedenen Formen von Nervosität. Sie wirkt durchwärmend und anregend auf die Tätigkeit unserer Verdauungsorgane und ermöglicht uns, gelassener in unserem Körper zu leben. Der Ablauf der Übung ist recht einfach. Sie stehen auf dem linken Bein. Das rechte wird locker, langsam nach vorne bewegt. Dort warten Sie eine gewisse Zeit. Dann bewegen Sie das rechte Bein langsam nach hinten, strecken es durch, dadurch wird auch der Rücken gestreckt. Auch das eine kurze Zeit. Und dann beginnt es wieder von vorne. Langsam vor. Sympathie und Antipathie entstehen in uns unwillkürlich in Verbindung mit einem deutlichen Körpergefühl. Man kann sie mit dem Kopf kaum beeinflussen. Sie sind Ausdruck von unserem Willensmenschen. Ich mag etwas oder ich mag es nicht. Die Übung hat den Namen Sympathie und Antipathie, weil in dieser ein ähnliches Hinausströmen und Zurückziehen auf der körperlichen Ebene geübt wird, wie wir es von Sympathie und Antipathie auf seelischer Ebene kennen. Für die Sympathiebewegung stehen Sie auf dem linken Bein, das rechte ist ein bisschen hinten am Anfang und dann bringen Sie das Bein langsam strömend nach vorne. Der untere Mensch strömt vor, nimmt das Bein mit und das Bein fühlt sich noch länger durchströmt an, sodass es nach vorne hinausströmt. Wenn Sie diesen Energiestrom unten nach vorne haben und weiter nach vorne hinausströmen, können Sie bemerken oder zulassen, dass es im Oberbauch eine leichte Senkung gibt, dass der von diesem Strom wie mitgenommen wird und entspannt. Und auch vom Herz können Sie dort hinunterfühlen, mit dem Strom mitgehen und ein Gefühl von Wärme und Positivität mit diesem Strom verbinden. Spüren Sie, wenn Sie nach vorne strömen, der Bauch sich senkt, das Herz nach unten lauscht und mitgeht, auch auf Ihren Atem. Auch der vertieft sich, senkt sich, entspannt sich. Achten Sie während der Übung auch auf das linke Bein. Es ist nicht steif. Es schwingt und atmet ganz leicht auf und ab. Und es trägt den Körper als Ganzes wie eine Säule, die bis zu den Schultern reicht. Versuchen Sie, auch die tragende Säule in sich zu erleben, während Sie die Übung ausführen. Sie werden merken, dass das die Hüfte merklich entlastet. Für die Antipathiebewegung geben Sie das Gewicht wieder auf das linke Bein. Sie spüren wieder die tragende Säule. Und dann laden Sie den unteren Menschen ein, sich zurückzuziehen und das rechte Bein nach hinten mitzunehmen. Und weil der Fuß mit in den Strom nach hinten eingebettet ist, zeigt zum Schluss die Fußsohle nach hinten. Sie werden wahrscheinlich bemerken, dass der Strom nach hinten nicht einfach weiterfließt, sondern sich im Rücken staut wie an einer Staumauer und aufsteigt. Gehen Sie mit dem mit, verstärken Sie es ein wenig, indem Sie den hinteren Oberschenkel strecken, sodass der Rücken bis zum Hals auch gestreckt wird. Wenn Sie nach hinten strömen und die Energie aufsteigt, dann hebt es den mittleren Bereich, den Brustkorb, und der Atem reagiert. Wenn Sie eine Zeit in dieser Stellung bleiben, sollten Sie versuchen, auch die Ich-Bezogenheit, die dabei entsteht, in Ihrem Körpergefühl zu erleben. Behalten Sie trotzdem im Bewusstsein, dass die Quelle für diesen Aufstieg und das Weiten der Strom unten nach hinten ist.
Diesen Strom erhalten sie aufrecht. Sie bleiben unten, strömen nach hinten und erleben die Wirkung hier oben. Normalerweise wird die Übung so ausgeführt, dass die Sympathiebewegung und die Antipathiebewegung abwechselnd, unmittelbar nacheinander erfolgen. Wenn es geht, bewegen Sie den Fuß und die Zehen knapp über dem Boden. Auch als Symbol für das Untensein, für die Verbindung mit dem Boden. Und es ist auch so gedacht, dass die Übung ganz langsam gemacht wird, die Bewegung. Es sollte fast wie ein Einschlafen wirken. Also es strömt ganz langsam vor. Und dann weiter. Und es strömt ganz langsam zurück. Und steigt dann auf. Später brauchen Sie die Arme nicht mehr, vielleicht auch von Anfang an nicht, und Sie bewirken den Strom gedanklich mit Ihrem Körpergefühl, und der Strom bewegt das Bein. Nicht ich strecke das Bein, sondern ich versuche nach vorne zu strömen, und das nimmt das Bein mit. Seite hat mehr diese von oben kommenden und auch eher ins Verhärtende neigenden Tendenzen. Und gerade diese Seite wird jetzt durchströmt. Und die linken Energien, das sind mehr die, die mit der Erde verbunden sind, die verstehenden Kräfte, die wir dann auch bis ins Herz aufnehmen. Und gerade diese Kräfte werden die Kräfte, die in dieser Übung tragend wirken sollen. Darum macht man, auch wenn es schwerfällt, diese Übung in der Regel so: Das linke Bein steht, bringt diese Energien kraftvoll in den Körper. Das rechte Bein, das verbindet sich mit dem Weichsein. Und damit man die Übung dann doch ausführen kann, ohne dass es einem gleich so schnell wehtut, kann man ja ganz einfach sich einen Stuhl daneben stellen und dann die Übung machen. Und Sie werden merken, dieses einfache Hilfsmittel hilft Ihnen, dass diese Hüfte spürbar entlastet ist beim gleichen Bewegungsablauf. Zum Schluss, wenn Sie die Übung 10-mal hin und her gemacht haben, wenn das geht, stellen Sie sich ruhig hin und lauschen nach. Danach setzen Sie sich ruhig hin oder legen sich hin, entspannen sich und, wenn es geht, ruhen Sie 10 bis 15 Minuten. Damit die wohltuende Wirkung dieser Übung sich im Körper möglichst gut entfalten kann. Wenn Sie merken, dass diese Übung Ihnen gut tut, empfehle ich Ihnen, behutsam damit umzugehen, nicht zu übertreiben und auch andere Übungen zu pflegen. Bei therapeutischem Bedarf oder Interesse fragen Sie am besten einen Heilrhythmisten oder einen Arzt.